Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spintires Madruana. Wir haben in der letzten Folge die neue Map zumindest mal gestartet. Blockstelle ist offen. Okay, ja, mal kurz einen Blick hier drauf geworfen, mehr haben wir noch nicht geschafft. Und jetzt starten wir doch einfach hier mal, machen die Beobachtungspunkte und schalten die Werkstatt hier frei. Das heißt dann natürlich auch, dass wir kann zurückgerufen werden. Auf den hier gehen. Hoppla. Da wollte ich nicht hin. So. Wir brauchen. Wir können das Ersatzrad mal montieren. Abmontieren? Nö, wäre trotzdem okay. Mehrzweck? Nö, keine Reparaturpunkte. Ich brauche Werkstatt. Ach so, dazu bräuchten wir die Sattelkupplung. Werkstattanhänger. Und den trägt 2, Werkstattpunkte trägt 2. Ist jetzt die Frage, machen wir Sattelkupplung und also einen Sattelzug draus? Und dann so. Trägt 4 Werkstattpunkte, ne? Machen wir mal so. So. Ersatzrad können wir trotzdem noch hinmachen. Dann haben wir nämlich zumindest noch Reparaturpunkte. So. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's, ne? Please start the engine. So. Allraddiffsperre machen wir mal direkt rein. Vielleicht sollten wir mal gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Wir können hier entlang. Dann hier, hier, hier und ab da müssen wir dann halt dorthin. Mal schauen, wie wir da hinkommen. Warten wir es ab. So. Ich kann hier nicht in die Fahrer-Cockpit-Perspektive wechseln. Warum nicht? Das kann man. Will er nicht mehr. Klick. Ah, okay. Das ist geändert worden. Okay, so funktioniert das. Gut, dann fahren wir weiter. Wo muss ich denn überhaupt lang? Oh. Fängt schon gut an. Bitte durchwühlen. Ah ja, wir müssen da rechts. Links. Das verspricht interessant zu werden. Vorher kam immer so die Anzeige her. Jetzt geht es über die Maustaste, über die rechte. Gut zu wissen. Das hat sich also jetzt geändert, durchs Update auch. Muss doch mal in die Ansicht. Aber er wühlt sich tapfer durch. So. Vom Sägewerk wären wir schon mal. Wie geht denn das jetzt weiter? Da hoch. Okay.
Wow, Thea. Eine befestigte Straße. Halleluja. Wie kommen wir denn zu der Ehre? Machen wir die Sperre direkt mal raus, sonst machen wir nämlich unser Fahrzeug kaputt. So. Hier schalten wir dann nämlich auch gleich den K frei. Da hat schon die Aufladedings ausgerüstet. Die hat sich ja letztes Mal ganz gut bewährt eigentlich. Bin ich ja mal gespannt, wo wir hier lang fahren müssen. Guckt euch das mal an, da geht es ganz ordentlich den Berg hoch. Da ist ein reißender Fluss. Hier zum Glück noch nicht so reißend. Aber da sollten wir, glaube ich, nicht lang fahren. Jetzt hätte man natürlich überlegen können, ob wir die Challenge machen, ne? Egal. Machen wir ein andermal. So, ich muss aber eh auf dieser Seite vom Fluss bleiben, von daher ist das Ganze eher unkritisch. Scheint noch einer der einfacheren Punkte zu sein. Ich bin immer gespannt, ob wir mit dem Sprit hinkommen oder ob wir einen Tankwagen holen müssen. Das will ich nämlich nicht ausschließen. Dass wir noch einen als Tankwagen richten müssen und den dann mit dem dann oh oh. Ich ahne Schlimmes, dass wir da drüber müssen. Da ist der Beobachtungspunkt. Können wir da runterfahren? Sieht so aus. Dann bleiben wir hier auf der Strecke. Hier hat es alles ein bisschen überspült, habe ich den Eindruck. Überspült ist nicht gut. So. Fahren wir gerade mal einen Kreis drum. Überspült ist gar nicht gut. Überspült ist nämlich gefährlich. So, jetzt müssen wir gerade mal schauen. Da kommen wir vielleicht drüber. Wo wir eigentlich hin müssen. Wir könnten den Weg hier fahren, aber der sah, glaube ich, gefährlicher aus. Oder wir fahren den Weg hier. Der sah mir persönlich ungefährlicher aus. Fahren wir den hier. Dann hier entlang. Bis hierhin und dann müssen wir nach dort. So. Auf geht's. Mal weiter oben drüber. Vielleicht schenkt sich's auch nicht viel. Also, Augen zu und durch. Oh, geht besser als ich dachte. Geht besser als ich gedacht habe. So, gehen wir mal in die Ansicht wieder. Und
rumpeln hier durchs Gelände. Schön, dass das jetzt funktioniert. Nur seit dem letzten Mal dann auch schon funktioniert. Ich habe es nämlich ich wusste nicht, wie es geht. Hier ist der Weg auch einfach weg. Na, komm mal. Ja, sieht nicht schlecht aus. Bisschen blöd, man sieht nicht, was der Rest vom Wagen macht. Wenn das Ganze zu kippen droht. Oh, jetzt haben wir die Straße weggespült. Krass. Krass, krass, krass. Irgendwo so in die Richtung müssen wir. Da ist auch der Weg wieder. Sehr schön. Ich glaube, das war das Letzte, was wir gesehen haben von dem Weg, ne? Der Rest ist jetzt irgendwie fahren. Wow. Dort müssen wir lang. Ne, dort müssen wir lang. Ah, da hinten. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ja. Nehmen wir den direkten Weg. Ich hoffe, wir bereuen das nicht. Ich hoffe doch, wir bereuen das nicht. Ah, hier ist aber ja wieder sowas wie eine Straße oder Überreste davon. Oder irgendwann ist zumindest mal hier gefahren. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Nur vom Sprit bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, wie das hinhaut. So. Einmal freigeschaltet. So, wo müssen wir hin? Wir können jetzt im Prinzip hier folgen. Und dann müssen wir dahin. Und dann haben wir zumindest mal die Werkstatt freigeschaltet. So. Und dann sind wir auch ganz sicher an der Tankstelle, dann können wir da auch hin. Und dann geht's weiter an die nächsten Beobachtungspunkte, ne? Ich denke, da machen wir direkt einen Tankwagen draus. Wenn wir bei der Werkstatt sind. Wenn das geht. Frontauspuff und so, ne? Ich ahne, dass es nicht funktioniert. Naja, machen wir zur Not einen Werkstattwagen draus. Geht ja auch. Hier ist schon die Werkstatt, ne? Ne, das ist ein Holzladeplatz. Nix Werkstatt. Hier können wir Holz holen. Das heißt, hier müssen wir mit einem Kahn noch hin. Außer wir können hier irgendwie einen Kran drauf machen und mit dem laden. Das wäre natürlich auch noch eine Variante. Müssen wir uns mal anschauen. Müssen wir da oben hin, okay. Sollen wir nochmal wieder in die Cockpit-Perspektive. Oh, das scheint diesmal eine richtige Werkstatt zu sein, das ist schön. Letztes Mal war es da, glaube ich, nur so eine Art Baracke oder sowas. Oder war das letztes Mal auch schon? Ich weiß es gar nicht. So, Ziel erreicht.
So. Entladen. So. Tanksattelanhänger könnten wir dran machen. Ist jetzt die Frage. Beobachtungspunkt. Sägewerk. Stammausgabe. Ich glaube, wir tanken, fahren zum Beobachtungspunkt. Oder wir machen. Ja. Nehmen wir den. Tankwagen, der wäre natürlich auch nur eine Möglichkeit, ne? Abmontieren. Abmontieren. Nehmen wir den. Damit sind wir nämlich deutlich einfacher zu fahren. So, und wir müssen dahin. Ganz einfach. Fahren wir doch einfach. Ach, da. Da geht's lang. Tanken wir auf. Ups. Das ist auch schon ein ordentliches Wägelchen, ne? So. Voll tanken. Wunderbar. Da wollen wir hin. Wir müssten mal wieder zur Werkstatt kommen, oder? Glaube ich. Genau. Gibt noch eine kleine Wagenwäsche. Aber so generell sind wir hier richtig. So, jetzt müssen wir da lang. Ah, ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon da zwischen den Bäumen. Und Fallari und Fallara. Beobachtungspunkte sind zum Beobachten da. Kommen wir da irgendwo besser durch. Ja, ja, genau. So. Beobachtungspunkt aufgedeckt. So, das ist unser nächstes Ziel, wird dann der hier. Das, meine Lieben, werden wir aber in der nächsten Folge machen. Ich sag dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir den nächsten oder den letzten Beobachtungspunkt auch freischalten. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.